City Express. We'll be leaving right now. I hope you didn't forget your ticket. Luna City Express boarding right now. Backdoor passes are not allowed. All violators will be hung up by their private parts. Hey, you over there. Hey, you. I hope you're not planning on talking all night long. Jeez. Excuse me, sir. Is this the way to the Luna City Express? I'm a little bit late. I hope you don't mind. I got my dancing shoes on, though. So, hier ist die Moon Harbor Label Show beim Berlin Mitte Institut für bessere elektronische Musik. Luna City Express zu Gast hier und Dan Drastic. Es ist mir eine Ehre, euch hier zu haben. Erstmal vielen Dank, dass ihr da seid. Bevor wir doch mal auf Luna City Express ein bisschen eingehen, auf euer neues Album zum Beispiel, würde ich gerne erstmal wissen, was über Moon Harbor erfahren. Und Dan, da kannst du dir wahrscheinlich einiges erzählen. Seit wann gibt es das Label denn schon? Seit 2000 wurde es gegründet von André und Matthias Tanzmann. Also nicht André Tanzmann, sondern André Quarz. Und seitdem gibt es das, ja. Was war so die Idee hinter dem Label? Das weiß ich nicht. Waren die zwei gegründet? Aber ich denke einfach, ein Label zu machen. Und seit wann bist du jetzt schon dabei? Seit 2006. Was machst du da beim Label? Ich mach da DJ-Promotion, nennt sich das wohl irgendwie. Und also du schickst mir mal die Platten oder was, ja? Ich mach das nicht selber, aber ich beauftrage heute damit. Naja, ich mach sowas und dann noch habe ich ziemlich viel damit zu tun, die Platten herzustellen und so eine Sache halt. Du machst die Platten selber, die sind handgemacht. Nein. Aber ich pack zum Beispiel die lustigen Infosheets da rein. Okay. Ja. Mit Liebe gepackt. Ja. Und die Aufkleber. Wie kann man denn jetzt so soundmäßig das Label umreißen? Um was geht's denn so, da? Es hat angefangen als ein Deep House Label, damals 2000, als dieser Sound halt riesengroß war. Wir haben mit dann zwischendurch halt schon ein bisschen mehr Techno House irgendwie gemacht. Vielleicht noch eine Spur Minimal, aber das haben wir nie wirklich verfolgt. Also es ist schon immer noch ein House-Label eigentlich. Also, wie kam jetzt dann dieser Umschwung zu diesen tech-housigen Sounds eher? Das lag eigentlich daran, dass Matthias halt dann mehr größere Clubs gespielt hat oder so und halt sich der Sound einfach dahin entwickelt hat und Deep House halt dann doch eher was ist für Bars. Also das typische Deep House mit Orgeln und Rhodes und also man kann es im Club spielen, aber es muss halt dann auch irgendwie ein bisschen abgehen. Moon Harbor kommt jetzt speziell aus Leipzig. Wie ist denn so diese Leipziger Musikszene einzuschätzen und das Label irgendwie, wie ist es da verortet? Also Label gibt's im Moment doch relativ viele. Also und eigentlich ist ja alles entstanden aus einem Club und das war halt die Distillery, also den zum Beispiel André Quas mit gegründet hat, 1992 glaube ich. Hey, Moment. 17 Jahre sind es jetzt hier. Irgendwann da. Irgendwann in den 90ern. Und Matthias war dann zum Beispiel da auch Resident und da haben sich die beiden kennengelernt. Und das ist halt der wichtigste Club da, immer noch, zum Glück. Und momentan gibt es eine Menge Deep House und so zum Beispiel Dub Techno irgendwie, was ziemlich groß ist in Leipzig, jedenfalls labeltechnisch. Und geht da schon einiges mittlerweile. Ihr habt wahrscheinlich unheimlich viele, wahrscheinlich ist jede einzelne Platte unheimlich toll, die ihr released habt. Gibt es denn da so einzelne Platten, die so besonders hervorstechen, die sich besonders gut verkauft haben oder die so richtig gut angekommen sind? Tatsächlich, also sie zwingen mich jetzt zwar, das zu sagen, aber im Grunde zum Beispiel die erste Luna City Express Platte, die Fresh war es, glaube ich, die war damals schon ziemlich erfolgreich. Also für eine Platte von zwei Typen, die echt keine Sau kannte. Groovecharts Platz 6, ja. Das haben wir alle auswendig gelernt. Und zu diesem aktuellen Wandel in dieser ganzen Label-Techno-Szene bezüglich zum Beispiel zum digitalen Medium, wie begegnet ihr dem als Label? Also, meinst du jetzt digital Downloads und so, also sind wir ziemlich offen. Also, wir sind schon sehr lange zum Beispiel bei Beatport oder bei iTunes oder so. Das ist eigentlich seitdem das aufkam halt mitgemacht, weil es ist schon wichtig.
weil du darüber erreichst zum Beispiel halt auch Leute irgendwo in Südamerika oder so, die noch nie eine Platte gesehen haben wahrscheinlich. So, also das ist schon sehr wichtig. Teilweise, klar, gibt es dann so Sachen wie illegale Downloads oder sowas, aber dann müssen wir alle halt mit leben und mittlerweile verkaufen wir halt alle weniger Vinyl oder so, aber im Endeffekt digital ist halt wichtig und macht auch Spaß irgendwie. Was ist denn jetzt so geplant in Zukunft bei Moon Harbor? In Zukunft, also nach dem Album wird es definitiv noch Remixe geben von einigen Leuten. Verrate ich aber noch nichts. Richie Horton, Ricardo Villalobos? Nee. Nee, also ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so genau. Ihr macht ja auch so. Nö. Ihr macht ja auch, ihr habt jetzt erst am Wochenende irgendwie so Label-Veranstaltungen gemacht halt, ne? Also was ist jetzt irgendwie auch bei euch, sag ich mal, sehr hoch im Programm, dass ihr halt hier und dort auch so Label-Showcases macht und Clubs und sowas, ja? Ja, sehr gerne. Also weil dadurch, dass zum Beispiel die Lunas in Berlin wohnen und zum Beispiel auch Matthias jedes Wochenende weg ist, ist es natürlich schön, wenn man dann mal irgendwie zusammenkommt und irgendwie so eine lustige Party hat wie letzten Samstag. In Amsterdam. So. Okay, ja, vielen Dank. Willst du noch irgendwas zum Label hinzufügen? Zur Labelbiografie oder... Nö? Okay, dann kommen wir mal auf unsere Stargäste heute Abend hier in der Sendung Luna City Express, die hier schon ganz aufgeregt vor ihrem Album stehen und einen Platz nach dem anderen laufen lassen. Ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Ja, dann genau, erzähl doch mal, wohin soll es gehen mit Luna City Express in der Zukunft? Also, oder beziehungsweise erzählt erstmal über euch beide, weil ihr habt ja auch eine relativ lange Geschichte zusammen halt, ne? Wo fange ich an? Wir haben uns kennengelernt in Italien vor genau fast 10 Jahren. Wir sind jetzt 10 Jahre ein Team, nicht ein Team. Na, manchmal. Ein Team, ja? Okay, es bleibt doch in der Runde hier halt. Es wird niemand anders erfahren, außer hier. Okay, cool. Seit 10 Jahren machen wir zusammen Musik, angefangen mit dann zusammen auflegen und eigene Partys veranstalten und dann natürlich Marco mit seinem Studioprojekt, und so hat sich das dann eigentlich dann entwickelt bis hin zu dem Fakt, dass wir dann irgendwann die Platte bei Moon Harbor rausgebracht haben, und ab da ging es dann eigentlich so ein bisschen noch mehr europamäßig los und daraufhin dann alles andere halt irgendwie. Und die ersten Jahre haben wir wirklich genau diesen Sound gespielt, den wir heute gespielt haben. Und das ist auch, glaube ich, noch so unsere innere Leidenschaft. Die ganzen Techno-Sachen, die mögen wir alle. Das ist Spaß für den Club halt, aber so wirklich, was in uns drinsteckt, ist halt eher so dieser Sound. Und so geht's mir immer noch. Ja. Gut. Und und ich glaube, in diese Richtung wird es auch weiter für uns gehen einfach. Also klar wird es immer mal so ein paar Club-Tracks geben, aber eigentlich liegt uns schon die Musik hoch. Ne? So, und über die ganzen Jahre, die ganze Minimalgeschichte haben wir verfolgt, mehr oder weniger. Es gab Tracks, die wir uns gekauft haben, weil sie es wirklich wert waren, dass sie gut waren. Oder weil sie eben auch so hörbar waren, nicht nur irgendwie im Club. Ist schon Nachtleben halt irgendwie, wenn man so ein bisschen drunky ist oder so.